Heute werden wir 17 virale GTA 5 TikTok-Stunts nachmachen und sie probieren zu schaffen. Diese Stunts sind so schwer, dass ich am Ende sogar ausrasten werde. Glaub mir, das willst du nicht verpassen. Los geht's! Der erste Stunt ist von G-Fox. Er fährt hier quasi mit seinem Motorrad runter an so einem Berg und ich glaube, es wird schon mal der längste Stunt, den wir jemals machen werden. Und da droppt er hier quasi rein, Freunde. Und es ist alles voll neblig, also bis jetzt kann man nicht wirklich viel... Ach doch, okay, okay. Er fliegt weiter und fährt nochmal und nochmal eine Rampe hoch und jetzt auf so einen Turm rauf. Ey Leute, wie lange ist denn bitte schon der Stunt? Das ist der längste Stunt, den wir jemals hoffentlich hitten werden. Aber ja, also ich muss sagen, ist, denke ich mal, machbar. Probieren wir es mal aus. Also im Endeffekt hier runter, dann sollen wir hier quasi da rein droppen, fliegen, fliegen, fliegen und ganz da hinten ist der Turm. Alter, wie weit ist denn noch der Turm weg? Ich würde einfach mal sagen, wir probieren dann jetzt mal hier den ersten Versuch, Freunde. Das heißt, wir müssen jetzt hier so runterfliegen und ey, der ist sogar schon echt gut, muss ich sagen. So, wir droppen, wir droppen schon mal rein. Fliegen jetzt hier so ein bisschen, aber wir kommen nicht so weit wie er jetzt gerade. Das ist aber auch halb so wild. Okay, und jetzt mit Vollspeed zum Turm hin, zum Turm hin. Zum Turm hin. Och nö. Wie weit wir jetzt schon wieder kommen. Okay. Ah, jetzt gerade nicht so weit wie eben. Alles kein Problem. Ich glaube, wir verlieren hier, glaube ich, zu viel Geschwindigkeit. Ja, wir verlieren zu viel Geschwindigkeit jetzt hier. Ach, verdammte Axt. Ich muss ja sagen, die letzte TikTok-Episode ist bei euch ja mega, mega heftig wieder angekommen. Es freut mich so, dass quasi die Folgen euch so gefallen. Aber das Problem ist halt bei diesen Folgen, dass sie so aufwendig sind. Und ich halt sehr, sehr schwer Stunts finde. Das heißt, wenn ihr irgendwas Cooles seht, dann gebe ich gerne bei Instagram. Und Alter, wie weit fliegen wir denn bitte schön? Leute, wie weit fliegen wir denn? Alter! Yo! Okay. Rauf. Oh, wir müssen noch ein bisschen höher, ne? Wir müssen... Ey, nö! Nein! Ja, gut, dass wir wenigstens keinen Menschen erwischt haben. Aus dem Weg, hier kommt Super Brox mit seinem schwarzen Helm, Freunde. Und okay, müssen wir quasi wieder reindroppen. Das funktioniert bis jetzt sogar echt ganz gut. Und ey, oh okay, das könnte ein guter Versuch sein, Freunde. Wir kommen zwar nicht perfekt weit wie er. Ah. Ey, nö. Whee. Okay, wieder auf Kurs. Hier hin, so reindroppen. Sehr gut, Freunde. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Aber irgendwie kommen wir gar nicht so weit wie der eben. Also wir kommen quasi schon hier vorne auf. Aber ist auch kein Problem. Jetzt werden wir auf jeden Fall ordentlich... Alter! Oh mein Gott! Ordentlich Speed haben. Ja! 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 Oh! Oh! No! Also knapper hätte es auf jeden Fall schon mal gar nicht werden können. Direkt am Anfang auch, ne, Leute. Und, okay, wir bouncen relativ gut, glaube ich, wieder ab. So, hier aus dem Weg. Und wir droppen wieder, oh yeah, wir droppen mit Vollspeed. Ja, mit Vollspeed rein. Ach, nee. Och, aber wir kommen ganz schön nah schon an den Turm ran, muss ich sagen. Also, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich wollte mir auf jeden Fall auch mal bedanken, dass bei euch auch so die anderen Spiele so gut ankommen. So Traymakers, Human Fall Flat, Gang, wie es und so. Das feiere ich auf jeden Fall mega, dass ihr nicht nur GTA guckt. Das zeigt mir halt, dass ihr auch gerne die Videos guckt, einfach so, weil wir halt lustige Sachen erleben und allgemein, aber halt auch nicht nur wegen diesem Spiel. Und der Try ist vielleicht auch wieder gar nicht mal so... Oh nein, das Auto. Das Auto. Das Auto. Wow. Ey. Hat das Glück gehabt, ey. Es fährt einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Okay, das könnte wieder ein ganz guter Versuch sein, muss ich sagen. Wir droppen wieder rein. Oh, das ist sehr gut, Freunde. Das ist... Oh yeah. Das ist sehr gut. Das ist, oh mein Gott, das ist genauso wie er. Das ist genauso wie er. Ja, oh, der perfekte Reindropper, sage ich euch, wie es ist. Der war wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Ja, wir kommen schon wieder nicht so weit. Aber dafür können wir jetzt hier quasi diesen Rasen reindroppen und fliegen dann einfach hier rüber. Flieh! Oh. Ist das da ein Hase? Das war ein Hase. Warum läuft auch einfach so ein Ding hier mitten vor meinem Stuntspot, ey? Ich kann dafür gar nichts, Freunde. Das war vom Kaninchen die Schuld. So, oh Mann. Ey, nein. Immer dieses Reindroppen, ne? Dass wir immer da runterfallen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber jetzt auf jeden Fall alles entspannt. Alles geregelt. Wir können jetzt wieder quasi sehr, sehr weit fliegen. Und ich werde runterfallen, oder? Ich werde... Oh nein, wir fallen nicht runter. Oh, okay. Oh mein Gott.
Nein! Ja. Und droppen. Oh yeah, der ist gut, Freunde. Guck mal, wie weit wir jetzt gerade sogar fliegen. Alter Schwede. So, jetzt hier. Ja. Ja, der ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Oh ja. Nein. Nein. Oh komm, der zählt, Leute. Nein, der zählt. Wir waren drauf. Okay. Wir waren drauf. Ich habe jetzt hier schon eine Stunde probiert. Als nächstes dann haben wir jetzt hier einen, der auf dem Berg hochfährt und dann mit dem Motorrad weiter gleitet, Leute. Und jetzt quasi hier auf so ein Haus rauf und... Oha. Oha. Und dann fliegt er quasi auf dieses ganz, ganz hohe Haus drauf. Ich hoffe, wir können auch es schaffen, auf das ganz, ganz hohe Haus raufzukommen. Und dann nochmal da oben auf... Könnte schwer werden. Das ist jetzt hier quasi der Spot und wir müssen jetzt so hier hochfahren, Freunde. Und dann fliegen wir quasi mega, mega weit und... Oh mein Gott, wir haben direkt ersten Versuch hier, Leute. Mega... Och nein. Und ich dachte, der erste Versuch könnte vielleicht irgendwas werden, Freunde. Aber nee. Aber nee, natürlich werde ich wieder enttäuscht. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir hier ordentlich gleiten. So. Und zack. Und wir fliegen. Oh, rechts aufs Haus. Dann stattdessen rechts. Stattdessen rechts. Nein. Okay. Okay, wir fliegen. Wir fliegen, Leute. Wir fliegen. Oh. Oh, der ist... Alter Schwede. Der ist sehr gut. Der ist sehr... Dann halt auf das Dach rauf hier. Dann auf Dach. Dann auf da. Da. Ich kann nicht mehr reden. Hey. Das kann doch nicht so schwer sein, dass wir nicht einfach auf so einem Dach landen, Freunde. Manometer jetzt hier. Komm, jetzt aber. Flieg einfach. Los, ich vertraue dir. Flieg. Ja. Ja, das ist schon mal gut, Leute. Das ist schon mal sehr gut. Uns fehlt ein bisschen Geschwindigkeit. Ab geht's in die Tiefgarage. Ah! Jetzt aber, Leute. Jetzt aber. Oh, sind wir schnell. Okay, Alter. Wir kommen jetzt schon fast jetzt hier drauf. Oh mein Gott, Leute. Schaffen wir es jetzt hier aufs Dach rauf. Von hier aus. Oh nein. Oh, aber aufs Dach. Aufs Dach. Ja. Ey, heftig. Als nächstes dann haben wir schon wieder einen Motorradstand, Freunde. Und er fährt jetzt hier erstmal so ein bisschen die Straße entlang. Und oh Gott, was ist denn jetzt hier? Und oh. Okay. Okay, schon wieder so ein langer Stunt. Fühle ich aber, Leute, fühle ich. Und jetzt fliegt er quasi und bounce jetzt hier bupp, an dem Haus ab und landet auf dem Tower. Er landet, er landet nicht auf dem Tower, sondern es geht jetzt hier quasi auf dieses Haus drauf. Aber ich würde sagen, wir können ja mal kurz gucken. Vielleicht schaffen wir es ja, auf diesem Tower zu landen. Na, ob das so clever ist, dass wir den Verkehr angelassen haben. Genau, da bin ich jetzt nicht gerade schon. So, jetzt müssen wir hier... Ich sehe schon, das wird spaßig. Vielleicht sollten wir dafür echt den Verkehr ausstellen, ne? Kann das vielleicht angehen, Leute? Ach so, hier muss ich quasi... Hier muss ich schon springen. Das heißt, hier war es sogar schon zu spät. Und dann fliegen wir quasi über halb Los Santos. Eieiei. Ah, Hilfe! Ja, renn du bloß weg. Renn einfach weg. Ich muss ja schon sagen, ist schon echt schwer hier lang zu fahren, weil man halt immer wieder gegen so eine Teile und so kommt. Ja. Perfekt, du dober Stromkasten. Aus dem Weg, hier kommt Stuntmeister Brox. Oi, mein Motorrad qualmt. Und wir sind gerade voll abgebounced von dem Stromkasten, Freunde. Aus dem Weg, hier kommt Brox. Ich sag's euch, ne, diese TikTok-Stunts, die werden immer aufwendiger, Leute. Immer aufwendiger. Aber unser erster guter Versuch, muss ich sagen. Wir müssen jetzt quasi nur halt, wo musst du überhaupt nochmal hin? Gibt's eigentlich schon, okay, wir bouncen einfach hier ab und, können wir auf dem Dach landen? Nein. Aber können wir Warm-up machen? Jein. Och, Mann. Ey, Helm. Immer Helm auf. Erstmal den falschen mit dem aufhaben, ne? Kein Problem. Immer safety first, Freunde. So. Jetzt aber, oh nein, eine Laterne. Eine Laterne! Hey, alles kein Problem. Wir, Muss hier halt auch echt mega schnell sein, ne? Das heißt hier immer, aufpassen, wo man lang fliegt, aber, ja, bis jetzt fliegen wir halt erstmal nur so ein bisschen random irgendwo hin. Aber vielleicht können wir ja irgendwo landen, ne? Aus dem Weg, hier kommt der ganz, ganz schnelle Brox. Ja! Okay.
So weit, so gut, Freunde. So weit, so gut. Nee. Ey, wow. Oh, stopp, bremsen. Oh yeah. Okay. Wir müssen über dieses Haus rüberkommen, oder? Nee, wir mussten da rechts vorbei. Nein. Madam! Geht's Ihnen gut? Ihr habt nichts gesehen, okay? Nichts. Du auch nicht. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Speed, Leute. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Speed. Ey! Oh, was war das denn jetzt? Oh ja, die Seite ist, glaube ich, die Seite ist sogar besser, Leute. Wenn wir die rechte Seite nehmen, ist die viel, viel besser. Dann können wir sogar hier an so einem Haus abbouncen. Wow! Okay, können wir halt echt. So, rechts rum. Alter, okay, rechts ist viel besser. Aber da kommen wir halt ein bisschen schwieriger zum Turm hin. Und hier sind auch so eine Pümpel. Wow! Aus dem Weg. Okay. Oh, der ist sehr gut. Leute, der ist sehr gut. Komm, lass mich einfach hier rüberfliegen. Ja. Ah, nein. Ey, wie soll man denn da hinten zum Turm hin, geschweige denn aufs Haus? Hä, lol? Alter Schwede, wie weit fliegen wir denn jetzt hier? Und bouncen. Sehr gut. Ab geht's. Vorne zum Haus. Ey, wie weit ist der geflogen? Wie weit ist der denn geflogen? Ich kann hier fünfmal abbouncen, Freunde. Sechsmal. Siebenmal. Au, Pool. Oh. Sehr gut. Oh mein Gott. Ey, was? Ey, können wir damit vielleicht auf diesem Haus einmal landen? Ja. Jetzt, bitte. Bitte flieg einfach, Leute. Bitte flieg einfach so weit, wie du kannst. Und jetzt lass deine Kante sein. Ja, das ist eine Kante. Oh, okay. Aufs Haus rauf. Nein. Och, nö. Och, Mann. Alter, fliegen wir weit, Freunde. Oh mein Gott, der kleine Wasserturm. Oh, nein, ey, das hätte so cool ausgesehen, ey, nein. Ich geb's auf. Als ersten Stunt haben wir jetzt hier einmal, das steht irgendwie lucky, als ob das irgendwie glücklich war. Er fährt auf jeden Fall an der Wand lang, Leute, fliegt auf jeden Fall gerade mega hoch zum Richard Majestic Tower, ist es, glaube ich, oder? Das ist, glaube ich, noch ein anderer, ne? Aber landet er quasi oben drauf, zwar nicht ganz, aber ich habe das Gefühl, das könnten wir eigentlich schaffen. Und deswegen habe ich ja auch mein Rocket Voltic ausgepackt, Freunde. Jetzt muss ich natürlich... Dieses Mal machen wir es ein bisschen besser, yippie! Jo, wie wir hochfliegen, Freunde. Nein. Och nö. Uns hat ein bisschen Speed noch gefehlt. Und das Ding ist, ich möchte auf jeden Fall, dass unser Auto richtig... und jetzt kommt, zack, schnell nach oben. Fliegt, nein. Doch, oder? Ist der gut? Ist der... Er ist nicht gut. Boost denn auf jeden Fall erstmal einmal. Und jetzt hier auch nochmal ganz kurz das zweite Mal. Das war, glaube ich, zu früh, oder? Oh, ich krieg einen neuen Boost. Es ist ja auf jeden Fall schon Ewigkeiten her, dass eine TikTok-Stunt-Episode rausgekommen ist, Freunde. Aber ich würde sagen, wir boosten nochmal nach oben. Und Yo, wie hoch wir fliegen. Komm. Wir können es natürlich auch einmal ganz kurz probieren, so wie der das halt gemacht hat, dass wir quasi ein bisschen später boosten, Leute. Hier boosten wir jetzt ein bisschen später. Und dann fliegen wir natürlich auch ganz gut so in die Richtung. Oha. Gut, das ist natürlich... Ey, yeah! Das ist natürlich schon echt easy, muss ich sagen. Aber ich habe auch irgendwie Lust, nochmal ganz oben drauf zu landen. Weil an der Seite... kann jedes Baby. Ich muss dafür halt einfach nur ein bisschen den Winkel ordentlich treffen, Leute. So, hier seht ihr schon, zack, so. Der Boost kommt nochmal und zwar genau jetzt. Und ja, der ist gut. Der, oh mein Gott, bitte. Bitte, nein. Ja! Leute, ich sag's hier so. Seit Monaten, Wochen schon wieder gar keine Stunts gemacht, aber direkt hier auf dem höchsten Turm schon wieder in diesem Los Santos Viertel gelandet. Ab zum nächsten Stunt. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Motorradstunt. Der fährt direkt schon mal von dieser kleinen, von diesem kleinen Hügel rüber. Und jetzt nochmal über den Hügel rüber, Leute. Fliegt jetzt zu diesem Kran und dann landet er quasi ein bisschen komisch, aber auch auf diesem Kran drauf. Aber ich muss sagen, Leute, das kriegen wir auf jeden Fall besser hin.
Und ja, ich würde sagen, Abfahrt mit dem Stunt. Ich glaube, das hier ist die richtige Location, Freunde. Genau, wir müssen quasi hier runterspringen und wir fahren auf jeden Fall erstmal ganz kurz hier so ein bisschen lang und dann nehmen wir hier genau die Rampe, Freunde. So, und jetzt fliegen wir erstmal ein bisschen, um hier perfekt rein zu droppen. Und dann, oha, um dann hier auf den Kran zu landen, Leute. Hey, wie wir das direkt... Oh! Ey, wie cool wäre das bitte schon gewesen, hätten wir es jetzt hier direkt geschafft, Leute. Man müsste auch immer aufpassen auf den Verkehr. Und das natürlich auch, dass wir hier wieder ganz gut reindroppen. Ja. Ja, mein Motorrad hatte wohl Lust, hinten alleine fast auf den Kran zu landen. Adios. So, aus dem Weg, Autos. Ich muss hier wieder die Rampe nehmen, Freunde. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt droppen wir ganz kurz hier entspannt rein. Oh, das war sehr gut, Leute. Ich muss aber ein bisschen, nein, ich war zu weit links. Aber ich kann ja, glaube ich, wieder reindroppen, ne? Genau. Jo, ja gut. Ein Stunt war das jetzt nicht so besonders, aber wir können ja ein bisschen... Trilalalala. Toll, nicht mal das. Ich fühl's, dass der jetzt ein richtig, richtig guter Stunt wird, Leute. Okay, ich bin ein bisschen abgebounced, das ist halb so wild. Jetzt muss ich kurz ein bisschen korrigieren. So, perfekt. Und jetzt flieg in die Richtung... Och, nö. Och, Leute. Oh, okay. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir. So, jetzt hier, Leute, wir droppen perfekto rein und fliegen perfekto zum Kran. Und müssen nur hier oben drauf landen. Nope. Okay. Alles entspannt, Freunde. Alles entspannt. Wir fliegen noch recht gut. So, ganz kurz hier reindroppen. Wow. Okay. Oh mein Gott. Komm, land ganz vorne drauf. Nein. Oh, so knapp, Leute. Ah. Ich weiß nicht, warum. Ich habe einfach nicht mehr so gute Kontrolle über mein Motorrad. Ich glaube, mein Motorrad ist nicht mehr eins mit mir. Ja? Es muss geändert werden, Freunde. Es muss einfach geändert werden. Und zwar jetzt. Und zwar jetzt, wie ich auf dem weißen Teil drauf lande. Wie kann man bitte so einen Pech wie ich haben, Leute? Das ist doch echt nicht normal, ne? Ich probiere es hier die ganze Zeit und dann kommt so ein blödes Missgeschick einfach dabei raus. Und Alter, fliegen wir gerade. Oha, oha, oha. Man muss nur dran glauben, Leute. Sei eins mit dem Motorrad. Oh. Ja. Backflip. Oh mein Gott. So, an den ganzen Autos hier vorbei. Kein Problem. Für den Speedmaster. Hier. Oh nein. Nicht gut. Nicht gut. Pass auf. Flieg, mein kleiner Motorradvogel. Flieg, flatter. Okay, nee, wisst ihr was? Ich war eben schon fast drauf und das... Ich stehe hier doch jetzt gerade. Ich musste nicht mal richtig aufstehen. Ich stehe hier, Leute. Seht ihr das? Seht ihr das, wie ich hier stehe? Jetzt haben wir sogar eins da mit einer Hakusche und der bammt hier erstmal ab, Freunde. Fliegt jetzt hier erstmal über diesen Kanal rüber, Leute. Und dann hier anscheinend mitten in die Häuser rein. Und nee, er bounce anscheinend irgendwie an so einem Bürgersteig ab, Leute. Und jetzt hier rein in das Parkhaus. Also das Ziel ist auf jeden Fall einfach irgendwie im Parkhaus zu landen. Ich denke mal, das sollten wir schaffen. Ich habe meine Hakusche auf jeden Fall wieder ausgepackt und mächtig Verkehr mitgenommen. Ich sehe schon, Leute, den Verkehr muss ich leider für den Stunt sofort ausschalten. Das wird ja auf gar keinen Fall funktionieren. Ach, Verkehr. Ich werde... Man muss auf jeden Fall echt hier so beim Lenken aufpassen, Leute, dass man hier... Ja, es war so... Hey! Das wäre voll cool gewesen. Dass man auf jeden Fall in keins von diesen Schildern hier reinrammt und... Jo, okay. Auch kein schlechter Bounce, Leute. Und Rechtskurve und hochziehen. Oh! Können wir auf so einem Tower landen, Leute? Hier drauf?
Ah, das war wohl nein. Links fahren und rechts korrigieren. Oha. Okay. Okay, okay, okay. Und dann bouncen. Aua. Okay, Doki, Freunde. Alles entspannt. Und jetzt ziehen wir ganz kurz nach rechts, machen einen hohen Wheelie. Oha. Okay, okay, okay. Alter, der Finger. Oh ja, das ist der Bounce, das ist der Bounce, das ist der. Oh mein Gott, sind wir schnell, sind wir schnell, sind wir schnell. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Oh, was war das jetzt gerade für ein Bounce? Holy moly, wir können direkt rein. Wir können direkt rein. Wir können direkt rein. Das ist ja eine Wand. Und nach rechts ziehen, Freunde. Und okay, okay, auch interessanter Bounce. Auch sehr interessant. Alter, wurde der von dem Tor gerettet. Ja, lauf mal lieber. Aus dem Weg, hier kommt Brock so mit einem voll verfehlten Stunt. Deswegen mache ich jetzt einen neuen Stunt. Hat nicht so geklappt. Und lenken und hochziehen. Oh, bitte, 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 bitte. Was? Hä, wie sind wir jetzt hier drin gelandet, Leute? Das war immer übertrieben krass. Als ersten Stunt ist hier einfach eine Oma am Start, Leute. Was? Und die ist jetzt hier gerade einfach perfekt da oben drauf gelandet. Moment mal, das muss ich mir mal ganz kurz angucken jetzt hier. So, die fährt jetzt hier quasi mit Vollspeed und zack, landet einfach oben drauf. Leute, wenn das eine Oma schafft, dann sollten wir es auf jeden Fall auch mal schaffen nach einem Aufwärmstand, oder? Deswegen habe ich jetzt hier auch meine Barty am Start, Freunde. Barty, wahrscheinlich Barty. Ich meine Kutsche und Abflug. Ja, das Ding ist halt nur, das ist ein bisschen weiter rechts und nicht so weit links. Und da! Ah, der Stunt wird auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spaßig, muss ich sagen. Ich weiß auch noch nicht so zurecht, ob ich den Verkehr anlassen soll oder nicht. Und wir fliegen viel zu weit links, oder? Kann das angehen, Leute? Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter nach rechts und... oh, ey! Wo ist mein... Oh, habt ihr gerade mein Motorrad da hinten fliegen sehen? Wo ist denn das jetzt? Ich hab's wieder gefunden. Da der Verkehr sich aber echt in Grenzen hält, muss ich sagen, probieren wir es jetzt auf jeden Fall erstmal mit Verkehr. Und irgendwie brauchen wir ein bisschen... Warum? Wir müssen ein bisschen höher fliegen, ne? Und oh, gegrindet. Mehr oder weniger. Vielleicht müssen wir auch einfach nur perfekt hier... Oh nein, wir wurden voll nach links gedonnert. Leute, wo fliegt Laterne? Oh. Wir haben jetzt mal hier unseren Helm abgenommen, Leute. Damit sollten wir eigentlich ein bisschen leichter wiegen. Aber ich komme ja noch nicht mal ansatzweise da oben hin. Ich meine, Leute, es hat eine Oma geschafft, ne? Und wenn es eine Oma schafft, dann schaffen wir das auch. Wir müssen halt einfach nur belieben, Leute. Und ja, der sieht sogar echt gut aus. Und jetzt müssen wir... Stopp, 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 stopp. Oh nein, wir waren viel zu schnell jetzt. Ich meine, ich glaube, wenn wir einen richtigen Abbouncer... Oh, toll. Guckt nicht so. Okay? Okay. Okay. Hey, hey. Oh, Hilfe, Hilfe. Bisschen weniger Speed jetzt, Freunde, aber ein bisschen links von der Laterne. Und wir... Also, ich meine auf jeden Fall ein bisschen weniger. Wir machen jetzt Verkehr aus, okay? Ich meinte jetzt auf jeden Fall ein bisschen weniger Geschwindigkeit, Freunde. Alle guten Dinge sind vier, Freunde. So, ich meinte auf jeden Fall ein bisschen weniger. Ich meinte auf jeden Fall ein bisschen weniger Geschwindigkeit. Und jetzt fahren wir nicht gegen diese doofe Laterne. Okay, jetzt hier, komm. Komm, jetzt ein Wallride. Nein, es wäre auch so schön gewesen. Und ich dachte, das wird einfach nur so ein kleiner Aufwärmstunt, weil das so eine Oma gehittet hat und wir fliegen einfach viel zu doll vorbei und jetzt auch viel zu hoch. Oh, können wir vielleicht irgendwo anders landen, Leute? Oh ja, komm. Ich sehe doch schon die Bushaltestelle, die Bushaltestelle. Ich wollte mich auf jeden Fall mal für den heftigen Support in der letzten Zeit bedanken, Freunde. Das ist ja momentan nicht mehr normal. Vor allem auch wieder diese TikTok-Episoden feiert, die BMG-Folgen. Das ist echt übertrieben. Und also langsam ist mal Zeit, jetzt hier den Stunt zu hitten, Leute. Na hier, boom, voll dagegen, Alter. Oh Mann, oh. Mit der richtigen Geschwindigkeit sollte das doch eigentlich kein Problem sein. Okay, das ist gut, Leute. Das ist echt gut. Wir müssen nur gerade nach oben. Gerade, gerade, gerade. Hä? Okay, zählt das auch irgendwie als Stunt oder so? Bitte lass mich den Stunt noch einfach schaffen. Ich hänge schon wieder seit einer halben Stunde, Freunde, für so einen leichten Stunt. Und komm, der... Oh, bitte, oder? Bitte.
No! Oh ja, der ist nicht schlecht, Leute. Der ist echt nicht schlecht. Zack! Okay. Komm schon, bitte. Bitte, 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 bitte. Und ich dachte immer, Motorradstunts sind leicht, ne? Aber nein, eine Oma ist einfach besser als ich. Ich werde das niemals vergessen. Und ich kann einfach nicht auf diesem Turm landen, ne? Könnt ihr wenigstens ein bisschen grinden? Ja! Ich verzweifle gleich, Leute. Wir sind schon fast an der Stunde einfach bei diesem Stunt dran, ne? Also wenn ihr jetzt hier nicht ein Like da lässt, dann weiß ich auf jeden Fall auch nicht mehr weiter. Nein! So. Zack! Okay. Okay, dokay. Okay, dokay. Wir hätten einfach mit dem Backflip geschafft, Leute. Ich glaub's da nicht. Einfach mit dem Backflip. Guck mal, wir hätten einfach so gemacht. Zack. Und dann noch einen Backflip dazu. Hätten wir den einfach geschafft. Das war schon wieder. Okay. Okay. Okay, Backflip. Backflip. Ja, ja, ja. Stopp. Stopp. Ja. Danke. Danke, lieber Gott, dass ich hier diesen Stunt schaffen durfte. Ey, Leute. Der hat einfach über eine Stunde gebraucht. Das ist nicht mehr normal, ne? Das ist echt nicht mehr normal. Aber hier, an dich, Oma. Als nächsten Stunt haben wir schon wieder einen Motorradstunt. Okay, also hier bounce er jetzt quasi ein bisschen ab. Fliegt jetzt hier rüber und dann bounce er hier quasi nochmal ab, Leute. Und fährt jetzt hier das halbe Haus hoch. Was schickt ihr mir denn bitte schon, Leute? Jetzt mal ohne Spaß. Aber das probieren wir jetzt auf jeden Fall direkt mal aus. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich würde mal sagen, Leute, wenn ihr noch mehr Stunts sehen wollt, schickt ihn mir einfach bei Instagram. Also, bei dem Stunt müssen wir jetzt quasi hier so lang fahren, Freunde. Zack, 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 zack. Und dann hier quasi abbouncen. Hier quasi nochmal bouncen. Und dann hier oben auf so ein Haus drauf. Alles klar. Theoretisch klingt das auch schon mal ganz simpel. Jetzt ist halt nur die Frage, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Ich denke mal ungefähr so hier. Bounce da ab. Wir müssen einfach nur schnell genug sein. Ja, okay. Oh Gott, wir fliegen ja schon fast so aufs Haus. Und bouncen. Immer ordentlich die Wheelies ziehen, Leute. Das ist so das Wichtigste, was man quasi machen muss. Und jetzt genau hier hochziehen. Okay. Okay, nicht schlecht. Können wir irgendwie auf so ein... Oh. Hat irgendwie nicht so gut funktioniert, ne? Ich muss ja auch sagen, heute haben die Einwohner von Los Santos mega, mega Glück, dass sie noch kein Motorrad von mir ins Gesicht bekommen haben. Aber ich bin natürlich immer stets zur Stelle, falls das passieren sollte. Oh, der Glück gehabt. Ich sehe schon, komm, Leute, es wird nachher wieder so ein Stunt, der ist eigentlich voll einfach. Ich kriege ihn aber einfach nicht hin und, okay, okay, okay und, ach, Achtung. Mann, dieses Motorradholen, das dauert immer so lange. Mit der Party sind wir am Start. Wir fliegen jetzt auf das Dach. Ha, 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 ha. Oh, der ist gut. Der ist gut, Leute. Der ich muss ja schon sagen, Freunde, momentan machen wir die Episode noch so eher monatlich statt wöchentlich, weil ich einfach so, also kaum noch Stunts habe, die ich irgendwie hitten kann, beziehungsweise nicht mehr hitten. Na! Ah! Wow! Okay, der ist gut. 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 Ich wollte auf jeden Fall gerade sagen, ich habe kaum noch Stunts, die ich hitten kann oder die ich beziehungsweise erfinde, deswegen kommt die Episode monatlich und wir hätten es gerade einfach geschafft und wir fliegen einfach rüber. Ich glaub's ja nicht. Ich bleib einfach mental stark, Leute, ja? Ich bleib einfach mental stark, flieg jetzt hier ganz entspannt rüber, Leute, nimm jetzt hier diesen Bouncer Motorrad. Dididin dünn. Okay, der ist gut, Leute, der ist gut, der ist echt gut, der ist echt gut. Der ist mega gut, der ist mega gut, der ist zu gut, der ist zu gut, der ist zu gut. Oh, nein! Ey, ich wollte euch noch nicht beim Picknicken stören. Können wir mal bitte ganz kurz einmal anmerken, dass ich zweimal zu gut den Stunt gemacht habe, dass ich drüber geflogen bin? Mein Gott, bin ich hier eine Stunt-Legende? Ich freue mich einfach so, wenn GTA 6 rauskommt, Leute, weil dann ist einfach Stunt auf wieder einem komplett Level 0 Stand. Na, und dann können wir wieder so krasse Sachen machen, allgemein geisteskranke Videoideen. Ja, 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 ja. Und jetzt hoch, hoch. Oh, Alter, wie viel Speed haben wir denn, bitteschön? Okay, der sollte auf jeden Fall... Oh Gott, nein. Was? Wir sind einfach gerade ohne den Bounce nach oben gekommen? Was? Speed war auf jeden Fall gerade ordentlich am Start. Ich glaube, man muss einfach hier so die richtigen Bodenwellen und sowas treffen. Dann kann man schon
lol, einfach gefühlt fast von alleine oben landen. Und schon wieder so ein hoher Bounce. Jetzt hier schön dagegen. Was? Oh mein Gott, Leute, was? Wir haben es einfach geschafft ohne den zweiten Bouncer. Und als dritten Stunt haben wir jetzt hier einen BMX-Stunt, Freunde. Der springt quasi von der Maze. Den Grund haben wir auch schon mal gemacht. Aber jetzt landet er anscheinend auf diesem Haus drauf. Und springt dann quasi dahin und will dann da in dieses Parkhaus landen. Alter. Mehr muss ich auf jeden Fall nicht dazu sagen, Freunde. Auf jeden Fall echt mega, mega verrückt. Und das probieren wir jetzt auf jeden Fall aus. Also, erst brauchen wir auf jeden Fall auch hier die richtige Geschwindigkeit, dass wir quasi auch hier auf diesem Haus landen können. Dafür müssen wir einmal ein bisschen gleiten. Und ich sehe schon, es wird nicht gut funktionieren. Können wir hier vielleicht wenigstens gut runterspringen? Nein, können wir natürlich nicht. Das wird auf jeden Fall die erste Hürde, die wir so überwinden müssen, dass wir quasi jetzt hier erstmal ordentlich da so hingleiten, Leute. Es sieht aber gut aus, okay. Und jetzt springen ins Parkhaus rein. Ich meinte Parkhaus, nicht Parkplatz. Das ist schon, hier, schon richtig, oder? Oh, nicht mal das geschafft. Da brauchen wir auf jeden Fall das perfekte Momentum, so dass wir quasi so fliegen, so das Ding mitnehmen mit Fullspeed. Oh Leute, wir dürfen halt echt keine Geschwindigkeit verlieren, ne? Wir müssen halt richtig gefühlt direkt weiterspringen. Oder können wir hier reingleiten? Ja gut, das zählt ja jetzt nicht, ne? Das war ein bisschen geschummelt. Sprung und ab geht's auf das Haus. Im Endeffekt müssen wir eigentlich nur ganz entspannt hier so runterspringen, Leute, so, und dann halt auch wieder ein bisschen gleiten, dann müssen wir ein bisschen mal nach hinten gehen, aber es funktioniert immer nicht, ne? Es funktioniert, aua, es funktioniert nicht. Tja, hatte ich beim BMX umgehauen, ne? Na? Was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Weiter humpeln, ja? Weiter humpeln? Sprung und nach hinten ziehen, Leute. Nach hinten ziehen, bis in die Richtung lenken. Alles klärchen und springen. Ja, ab ins Parkhaus. Ab ins Parkhaus. No. Wir brauchen einfach diese Supergeschwindigkeit, Leute. Diese absolute Supergeschwindigkeit. Wir fliegen ein bisschen weit, ne? Kann das angehen? Wir fliegen ein bisschen... Wow. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Flieg, flatter, flatter wie ein Vogel. Flatter wie ein Vogel. Okay, wieder so ein bisschen Geschwindigkeit ziehen. Ah, gleite, gleit doch irgendwie. Ja. Oh. Zählt schon wieder nicht. Oha, wie weit wir fliegen, Leute. Und zack. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja! Oh mein Gott, wir haben es ins Parkhaus reingeschafft. Wir sind einfach auch noch voll weit geflogen. Wir mussten einfach auf das zweite Haus rauf. Hä? Okay, aber wir haben es jetzt geschafft, Leute. Ja, mega, mega cool. Das heißt, ihr könnt ja auch wieder rausspringen. 360 und ich bin wieder da, wo ich hingehöre, Leute. Eieieiei. Als allerersten Stunt haben wir jetzt hier jemanden, der mit dem Motorrad hier fährt und dann diese Rampe benutzt, um quasi da abzubouncen, über dieses Parkhaus sogar rüberfliegt, Freunde. Und dann das quasi nutzt, um auf dieses Haus da oben zu kommen. Und er landet sogar im Endeffekt, ja, er landet sogar oben drauf, Leute. Bedeutet, das ist heute unser erster Stunt und das sollten wir eigentlich schaffen zum Aufwärmen. Wir sind jetzt hier schon mal auf jeden Fall an der Straße angekommen, Freunde. Es sollte eigentlich kein Problem sein, sag mal, aus dem Weg. Es dürfen natürlich keine Autos im Weg sein und gut, das ist jetzt nicht die richtige Richtung. Aber, Freunde, so ungefähr muss es sein. Es ist jetzt auch schon ein Jahr her, Freunde, dass wir so eine TikTok-Episode gemacht haben. Aus dem Weg! Wow, verdammt, ey. Ich glaube, ich muss den Verkehr ausschalten. Die sind ja gerade nur am Weg. Ein Jahr ist natürlich eine verdammt, verdammt lange Zeit, Freunde. Aber in der Zeit haben wir natürlich wieder neue Stunts gefunden. Und dann... Oh Gott, das wird ja... Nein! Oh! Hey, mein Motorrad steht wie auf dem Silbertablett. Ich habe schon so das Gefühl, dass wir gleich den Verkehr ausmachen müssen, Freunde, weil er quasi jedes Mal hier so ein Auto davor steht. Wow! Jetzt wird unser Motorrad einfach ohne uns. Und der sieht auf jeden Fall immer sehr, sehr nervig aus, der Verkehr. Oh. Ich mach den jetzt aus. Ich wollte auf jeden Fall nicht verpassen, welchen Stunt wir am Ende machen, Freunde. Es wird auf jeden Fall ganz, ganz heftig. Und oh nein, wären die Palmen da jetzt nicht gewesen. Oh. Deswegen bleibt heute unbedingt bis zum Ende dran, um die ganzen Stunts nicht zu verpassen. Und sag mal, also ich muss mich jetzt einfach ein bisschen konzentrieren, Freunde. Oh Gott, dass wir jetzt auch den Stunt schaffen. Ich kann mich natürlich auch immer gerne bei TikTok markieren, Leute. Dann kann ich immer auf die Stunts quasi besser reagieren und den auch selber nachmachen. Wir fliegen gegen eine Laterne.
Gegen eine Laterne? Viel Speed und was ein Abbouncer, Freunde. Alter, okay, unser erster guter Versuch. Jetzt müssen wir nur irgendwie... Nein! Ich bin zu weit geflogen. Jetzt hatten wir dieses Mal einfach zu viel Speed, Leute. Das kann natürlich auch passieren. Aber jetzt hier, der sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht mehr so schlecht, dass es das Mal hier nicht rüberfliegen, Leute. Und jetzt, zack, wow! Nein! Nein, ich fliege einfach rüber. Können wir auf dem Haus wenigstens landen? Auf dem Haus, bitte. Nein, ey, Leute, Mann. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir einfach rüberfliegen, Freunde. Aber einfach ist das gerade passiert. Jetzt müssen wir gucken. Oh, wir landen im Parkhaus. Au, voll gegen die Decke geknallt. Ich weiß auch nicht, warum ich ein Jahr keine Episode gemacht habe, Freunde. Die Stunts dauern halt natürlich auch immer sehr, sehr lange. Und die auch zu finden, vor allem wenn man... Oh! Ich habe ein gutes Gefühl, Freunde. Das gute Gefühl täuscht nie. Und jetzt müssen wir, komm schon, gleit rüber. Oh Gott, wo kommt jetzt das Auto? Ich habe doch Verkehr ausgestellt. Ja! Und fein! Nein, flieg wie ein Vogel! Nein! Ich muss echt sagen, dafür, dass ich einen nicht gestunnet habe, komme ich eigentlich schon mal direkt wieder richtig, richtig gut rein, Leute. Oh, jetzt hier auch ein guter Abbouncer. Können wir jetzt hier vielleicht sogar schon hier abbouncen? Ja, komm schon, der Double oder der Triple Abbouncer. Nein, wo fliegen wir denn jetzt hin? Ey, das war doch... Au. Mich würde es auf jeden Fall heute mega freuen, wenn wir die 10.000 Likes schaffen können, Freunde. Weil damit haben wir auf jeden Fall wieder denn die Serie zurück. Vielleicht bringen sie danach wieder wöchentlich. Jetzt können wir hier erstmal... Im Parkhaus landen. Aus dem Weg! Oh yeah, Freunde. Wir fliegen jetzt hier übertrieben schnell. Nein, mein Motorrad. Ey, wir sind da leider echt ein bisschen zu schief gelandet, Freunde. Egal, jetzt haben wir den neuen. Ich hab's jetzt langsam raus, wie man es machen muss, Freunde. Und jetzt hier, pass auf. Wir bouncen perfekt ab, fahren hoch, machen den Rückwärtssalto. Das ist... Nein! Ey, wir sind jetzt schon so nah dran, Freunde. Wir haben auf jeden Fall immer den richtigen Glide. Guck mal, jetzt müssen wir hier mal hochgleiten. Ja, jawohl. Und jetzt rein und dann... Jawohl. Ja. Warte, kann ich auf meinem Motorrad landen? Ha, wenigstens kann ich es vom Dach holen. Aus dem Weg jetzt hier. Hier kommt Fluglotse Brox. Okay, und jetzt hier schön abbouncen, Freunde. Hochfahren. So, jetzt schön hier. Oh, oh, die Autos, die im Weg parken. Boah, was? Wir sind vom Auto abgebounced. Ey, das ist ja, das wäre ein richtig krasses Stunt gewesen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, Freunde. Okay, aus dem Weg jetzt hier. Ich muss hier einmal ordentlich fliegen. Zack, hochfahren. Das kann doch nicht angehen, dass wir es die ganze Zeit so knapp nur schaffen, Freunde. So, jetzt aber... Ey, wo fliege ich denn? Alter! Warte, kann ich da hinten landen? Kann ich da hinten landen? Ey, das wäre ja so ein krasserer Stunt jetzt gerade. Verdammt. Aus dem Weg jetzt hier. Okay, jetzt schön reindroppen, Freunde. Jawohl. Jawohl, fahr hoch. Fahr hoch, mach einen Backflip. Mach noch einen Backflip. Yeah. Okay, komm schon. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt, Freunde. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bei dem Stunt. Hier. Und lande oben drauf. Er landet, Alter, ich glaub's da nicht, Leute. Wir haben endlich diesen blöden Stunt jetzt hier geschafft, ne? Mann, ey, haut rein. Jihihi. Als nächsten Stunt haben wir jetzt hier jemanden, der mit seiner Sanchez hier einmal abbounce, Freunde, und dann hier in diesen komischen Kreise reingeht. Und jetzt fährt er quasi da oben dran und dann landet er quasi hier auf diesem Strommast. Eieiei, ist das ein schwieriger Stunt. Ich bin jetzt hier schon mal da mit meiner Sanchez, Freunde, an dem Spot angekommen. Hier muss man anscheinend irgendwie abbouncen. So, hier bounced er ab und dann geht er... Oh, und da in den Kreis rein. Oh. Vielleicht sollte ich mir diesmal einen Helm aufsetzen. Ist wahrscheinlich ein bisschen besser, ne? Und jetzt können wir hier schon mal, ja, perfekt reinbauen zum Freund jetzt hier. Na, müssen wir ein bisschen mehr Speed haben. Also das Stunt eben war ja noch relativ einfach. Oh, das Auto hat uns gerade fast geholt. Eieiei, okay, jetzt hier. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Können wir jetzt... Nein! Aus dem Weg, ihr LKWs. Aus dem Weg, okay. Ah, nicht genug Speed. Okay, wir sind auf gutem Track. Das Auto... Nein, ey, was? Fahr nicht über mein Motorrad drüber, bitte. Das Ding ist, solche Stunts sehen immer relativ leicht aus, sind dabei aber voll schwierig, Freunde. Okay, jetzt hier. Das ist doch schon mal gut. Jetzt können wir hier, jawohl, hier langfahren. Und dann... Nein! Nicht das Wasser! Gut, müssen wir wohl mit einem neuen Motorrad ran. Das andere ist leider im Wasser gelandet, Freunde. Jetzt hier, komm, oh, na, ey, was ein cooler Grind, yippie. Ja, aber wie schon gesagt, Leute, die Stunts, die sind natürlich immer ein bisschen schwerer, als sie aussehen. Wir haben auch schon mal so einen ähnlichen Stunt damals gemacht, hier in einer anderen Episode. Oh,
Was? Wir waren zu spitzer Winkel. Also wir haben damals so ein ähnliches Stunt gemacht am Flughafen, wo wir quasi dann auch in das Parkhaus reingeflogen sind, Leute. Aber jetzt hier auch wieder zu wenig Speed. Nein, mein Motor ist oben. Also der Verkehr ist auf jeden Fall schon wieder ein bisschen am Nerven, muss ich sagen. Weil hier, der Bounce ist gut, Freund. Der sollte gut sein. Um jetzt hier rein zu... Ey, sag mal. Ah, LKW. Oh, über den LKW rüber. Und wir haben ihn, wir sind vom LKW noch abgebounced, Leute. Oh. Neuer Stunt. Haha, wuhu. Und... Das sind solche Stunts, da brauchst du einfach die richtige Geschwindigkeit, du brauchst den richtigen Winkel und der Winkel ist ja mal richtig Baba jetzt hier, Freunde. Ja, Alter. Ich habe das Gefühl, Leute, dieser Stunt wird einfach mega, mega schwierig sein. So, jetzt, ich komm schon hier so ran, wir fahren jetzt hier hoch. Ja, zu wenig Speed jetzt, ich glaub's ja nicht. Aber wir haben schon mal den richtigen Winkel langsam, ne? Das ist ja auch schon mal wichtig, Leute. Jetzt hier müssen wir einmal ganz kurz so uns drehen und dann fahren und... Oh, was? Ey, Mann, ey! Okay, Leute, ich mache euch einen Deal. Das ist immer jedes Mal eine Qual. Aber wenn das Video jetzt hier 20.000 Likes schaffen soll, dann kommen wir auf jeden Fall alle zwei Wochen wieder eine TikTok-Stunt-Episode. Oh. Deswegen Like da lassen, Leute, und... knapp an dem Auto vorbeigeflogen. Jetzt hier ein bisschen grinden. Schade auf jeden Fall auch nicht, Freunde, ein bisschen zu grinden, ne? Okay, wir haben ordentlich Geschwindigkeit jetzt angesammelt, Leute. Nein! Ohne Helm ist der beste Helm, Freunde. Auf jeden Fall jetzt hier bei diesem Motorradstand. Okay, der Winkel könnte gut sein. Nein, hau ab. Hau ab. Hau. Oh mein Gott, da ist das knapp. Och, ey. Wir haben nicht genug Geschwindigkeit. Ordentlich Geschwindigkeit. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Okay, jetzt hier. Der Winkel ist optimal. Optimaler Winkel. Hey. Okay. Speed sollte gut sein. Speed ist gut, aber der Winkel ist nicht gut, Leute. Doch, der Winkel ist gut. Wow, so knapp. Wir müssen ein bisschen weiterfahren, dann geht das. Und zacka. Okay, sehr gut. Ob das glaubt oder nicht, das ist einer der Stunts, der mich am meisten nervt, Leute. Weil ich jedes Mal vom Motorrad falle. Echt jedes Mal. Dass man auch nicht von diesen blöden LKWs getroffen wird. Okay, jetzt sind wir hier leider viel zu schnell gerade. Können wir jetzt hier vielleicht irgendwo grinden? Nicht das Wasser, nicht das Wasser. Oh, wir sind noch dem Wasser ausgewichen. Okay. Nein. Oh, über den LKW rüber. Okay, wichtiger Winkel. Ganz, ganz wichtig. Jetzt fliegen. Nein. Nein. Nicht das Wasser, nicht das Wasser. Okay, passt auf jetzt. Das ist es, Freunde. Das ist es jetzt. Ich habe einen guten Winkel jetzt am Start jetzt hier. Ey, es ist echt wirklich einer der nervigsten Stunts, die ich jemals gemacht habe, Freunde. Weil da halt wirklich so schwierig ist. Und wir kommen halt... Jetzt! 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 Nein! Zu viel Geschwindigkeit, das glaube ich jetzt nicht. Guck mal, die ganzen Autos. Ah! Ich mache jetzt Verkehr aus. Ah, schon viel angenehmer ohne Verkehr, Freunde. Kein Auto, was uns stören kann. Nur noch unsere eigenen Sachen. Okay, guter Bouncer. Ganz, ganz wichtiger Bouncer. Der ist sehr gut, Freunde. Jetzt hier. Oh, Mann, ey. Stabile Ausgangsposition, um rein zu bouncen. Aber wir fliegen. Ah, guter Bouncer. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Jetzt hier schön rein. Okay, und jetzt hoch. Wichtiger Abbouncer wieder jetzt hier. Schön einmal drehen, Freunde. Und dann, ja, und jetzt hoch. Jetzt hoch. Zu wenig Geschwindigkeit. Zu wenig Geschwindigkeit. Ich glaub's ja nicht, Freunde. Okay, wichtiger Abbouncer hier jetzt schon wieder. Okay, jetzt schön hier drehen. Gut abgebounced. Und jetzt hoch. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Ich habe so ein Gefühl, dass wir es gleich schaffen werden, Leute. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das Gefühl ist da, dass wir es gleich schaffen werden. Jetzt ist es zu doll. Ui. Okay, sehr guter Abbouncer. Guter Winkel jetzt hier getroffen. Und jetzt schön nach oben. Schön nach oben. Ey, wir wären ein bisschen weiter rechts, ne? Oh, auch wieder ein sehr, sehr guter Abbouncer. Jetzt sollten wir hier schön reinkommen, Freunde. Okay, wir kommen rein. Jetzt hochfahren. 2 Stunden später. Wir bouncen ab, Leute. Wir bouncen ab. Jetzt gehen wir schön rein, drehen uns. Und jetzt
Geben wir Gas nach oben. Hey, hey Leute, nee, wisst ihr was? Ich gebe diesen Stunt auf. Ich schaffe diesen Stunt einfach nicht. Der ist zu schwer. Ohne Spaß, probiert ihn selber. Es ist einfach fast unmöglich. Wir gehen jetzt zum nächsten. Er springt schon mal mit seinem Auto jetzt hier. Zack und wow. Okay, okay. Und dann hier quasi dadurch, quasi durch diesen Strommast, Freunde. Diesen Stunt, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr cool. Und den werden wir jetzt mal probieren. Ich bin ja auch schon am Start mit dem Batmobil, Freunde. Ich glaube, wir sollten eigentlich diesen Stunt sehr, sehr leicht schaffen. Also er sieht eigentlich relativ leicht aus. Aber das Ding ist, wir haben den Stunt, glaube ich, schon mal vor, ich glaube, einem Jahr oder so mal probiert. Haben ihn damals habe ich nicht geschafft. Das Ding ist, wir haben halt zwei Optionen. Wir können einmal durch den ersten Strommast oder hier durch den zweiten Strommast, Freunde. Und hier, oh Gott. Ich würde nämlich mal probieren, durch beide durchzukommen oder beziehungsweise halt durch den einen und vielleicht noch durch den zweiten, falls es schaffen sollte. Deswegen hier kurz jetzt, Leute, der Boost aktiviert und wow! Nein! Achtung! Der andere ist zwar ein bisschen weiter weg, also der hintere. Ich probiere jetzt mal ganz kurz, wie das aussehen würde, wenn wir jetzt hier auf diesen hinteren zielen würden. Oh, ist vielleicht doch nicht so einfach, wie der vielleicht aussehen mag. Man macht ja hier diesen coolen Backflip und dann boostet man, Freunde, jetzt hier. Oh, pass auf, jetzt kann ich kurz gucken. Können wir jetzt hier vielleicht zu dem hin? Nee, den schaffen wir leider nicht. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Ich liebe auch einfach dieses Batmobil, Freunde. Es sieht halt einfach so nice aus. Jetzt hier, guck mal, zack, Backflip und dann boosten. Und jetzt hier, komm. Ja, ja, oh, wir hätten uns besser platzieren sollen, Freunde. Ey, was, als ob wir den direkt schon so gut hinbekommen. Abfahrt, Freunde, wir haben auf jeden Fall immer das richtige Tempo. Können hier immer perfekt diesen Backflip machen. So, Backflip geht los. Boosten, boosten, boosten. Oh, hier unten war noch leider gar kein Ding, wo wir durchgehen konnten. Komm schon jetzt hier mit Geschwindigkeit und zack, Backflip und wow. Oh Gott, okay, das war leider nicht der richtige Weg, Leute. Von einem Backflip zum nächsten. So, Backflip und jetzt boosten, Freunde. Und der sieht ja so clean aus. Aber nicht durchgekommen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Tricks. Wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr gerade da ankommen. Und das Ganze, jawohl. Und jetzt, ich gehe jetzt mal auf den hinteren, Freunde. Mal gucken, ob wir den hinteren treffen können. Es sieht mir jetzt aber gerade nicht danach aus, Freunde. Aber doch, der Winkel. Der Winkel wird, glaube ich, passen, um durchzufliegen. Aber probieren wir doch erstmal jetzt hier den vorderen zu treffen. So, jetzt hier Backflip, Leute. Und dann boosten. Boosten. Oh, na. Oh, vielleicht den. Vielleicht den? Oh, ey, was? Ich habe hier ein sehr, sehr gutes Gefühl mit dem, muss ich sagen. Von der macht doch wenigstens richtig viel Spaß, der Stunt. So, boosten. Oh. Oh, nein. Schon ein bisschen kaputt, das Batmobil vorne, aber kein Problem, Freunde. Oh, oh. Oh, oh. Oh, auf den Helikopter. Jetzt gehen hier Leute auf die Polizei. Können wir sie abschießen, Leute? Können wir sie abschießen? Oh, oh. Warte, können wir sie abschießen? Polizei, Polizei. Ah. Okay, also den Speed, den wir eben hatten, der war eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht. Das heißt, hier schon mal, zack, Backflip und dann boosten. Man muss halt immer nur im richtigen Moment boosten. Können wir jetzt da hinten? Leute, können wir jetzt hier durch? Können wir jetzt hier durch? Können wir jetzt hier durch? Oh, war so knapp. Ich muss sagen, der Stunt macht halt mega viel Spaß, Freunde. Jetzt hier, guck mal, zack, Backflip. Ah, der ist leider, oh, der ist nicht so stabil. Aber können wir? Nee, wir können auch nicht durchfliegen, leider. Okay, Batman. Und zack, Backflip und boosten. Ah, wir fliegen aber dann leider immer irgendwo hin, wo wir nicht hinfliegen sollten. Oh, hallo, ich wollte euch leider nicht stören. Tut mir leid. Huch. Und jetzt Backflip, Freunde. Und boosten. Ja, ja, jawohl. Ah, nein. Zu hoch leider. Und den hinteren auch nicht. Und landen wir jetzt da vorne im Pool oder was? Nee, zum Glück nicht. Der Backflip sieht clean aus, Leute. Und jetzt boosten. Und das sieht ja sowas von clean aus. Das sieht sowas von clean aus, Freunde. Yeah. Wir sind mit dem Batmobil durchgekommen und sogar jetzt noch hier gelandet. Jetzt gucken wir, ob wir es auch noch schaffen, durch den hinteren durchzufliegen. Der hintere sollte eigentlich gar nicht mal so extrem schwerer sein. Das heißt hier, jetzt boosten, Freunde. Jetzt müssen wir nur in die richtige Richtung fliegen. Und da muss man halt da so durch. Aber das ist nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer. Zack, Backflip und boosten. Los, 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 los. Nein. Ah, der Winkel. Guck mal, der Winkel würde passen, Freunde. Wir würden quasi da schon fast durchfliegen. Backflip und boosten. Ja, okay, okay, wird's reichen? Nein, wir müssen ein bisschen höher noch. Aber ich habe ja schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl, Freunde. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das hier was werden kann. Jetzt hier schön hoch. Ja, hier an dem Ding vorbei. Und dann durchfliegen. Nein, ey, so nah. Jawohl, stabiler Backflip, Leute. Ganz, ganz stabiler Backflip. Jetzt fliegen wir schön hoch. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ich glaube, jetzt fliegen wir durch. Jetzt fliegen wir durch, oder? Wir fliegen durch. Wir fliegen. Nein. Das war so perfekt.
Backflip am Start. Boost. Nein, wir müssen ihn mehr kontrollieren. Aber können wir vielleicht... Was? Wir können sogar da hinten durchfliegen vielleicht. Guck mal, der Trick ist einfach, den Backflip dann zu kontrollieren, Freunde. Dass man halt quasi hier anfängt, den zu stoppen. Double Backflip. Dass man den genau hier aufhört, den schnell zu machen. Und dann... Oh nein, gegengekommen. Komm schon, Batmobile. Ich glaube an dich. Mach einen schönen Backflip. Ey, nein. Wo fliegen wir jetzt hin? Oh, können wir einparken? Können wir einparken, Freunde? Oh, sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr guter Backflip, Leute. Jetzt können wir hier schön... Jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, wir wären sogar fast oben drauf gelandet. Ey, der Backflip, der war gerade so clean, Freunde. Der war so clean. Der ist auch relativ clean. Ah, oh nein, wir boosten aber in die falsche Richtung leider. Der hat ein bisschen mehr Tempo als der andere, Freunde. Vielleicht ist es mit mehr Tempo einfacher. Und wir fliegen natürlich deutlich höher. Ne? Und jetzt können wir boosten. Und der ist sehr, sehr gut, Leute. Der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr gut. Nein! Also mit ein bisschen mehr Tempo war das Ganze ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Weil man es mehr kontrollieren konnte. Aber nicht schon wieder, oder? Nicht schon wieder, oder? Nicht schon wieder, oder? Ich habe schon wieder zwei Leute weggehauen. Warum ist denn das einfacher, als diesen Turm zu treffen? Na gut, Freunde, ich gebe es auf. Wir haben den normalen Stunt geschafft. Aber ich würde sagen, wir parken nochmal ganz entspannt hier oben ein, Leute. So, bisschen flippen und sowas. Und jetzt hier schön eingeparkt, Freunde. So, und ab ins Casino. Kommen wir jetzt zu dem heftigsten Stunt, Freunde. Und zwar hier so ein BMX-Stunt. Der macht hier schon mal einen Handlebar-Grind zu einem normalen Grind, Freunde. Dreht sich damit so 360, fliegt jetzt hier erstmal so ein bisschen weiter runter. Gönnt ihr auf jeden Fall jetzt ein bisschen Speed. Und dann, Leute, springt ihr hier auf das nächste Haus rauf. Und dann geht ihr direkt hier zu dem Haus in den nächsten Slide rein, Freunde. Dann springt ihr jetzt schon wieder zu dem nächsten Haus rüber. Springt nochmal ein bisschen, nochmal einen Slide rein. Jetzt zu dem nächsten Haus. Bei diesem Haus macht ihr jetzt hier sogar anscheinend einen Wallride oder sowas. Also ganz, ganz krasser Stunt. Und jetzt hier nochmal ganz kurz einen Grind machen. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen werde. Aber ich denke mal, wir werden mit dem Stunt sehr, sehr viel Spaß haben. Und ich glaube, ich sollte davon einiges schaffen können. Ich stehe hier oben jetzt mit meinem BMX, Freunde. Hier ist anscheinend schon mal der Grind, den man machen sollte. Hier so ein Handlebar-Grind dran machen, Freunde. Und dann hier irgendwie runterspringen, wie wir es eben schon gesehen haben. Und dann quasi die ganze Zeit so, oh, und dann hier so landen und dann richtig so zu den Anhäusern springen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock auf den Stunt. Er ist zwar quasi so ein bisschen anders reingegangen in den Stunt. Er ist zwar auch nur mit so einem Move reingegangen in den Stunt hier, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob wir unbedingt diesen Move machen müssen. Also wir können es auch machen, aber man muss es, glaube ich, zwingend machen. Jetzt kann ich erstmal probieren, wie es ist, wenn wir auf die anderen Häuser springen würden. So, das heißt hier jetzt schön einmal, oh ja, das funktioniert ja mega. Und dann können wir hier schön einen Grind machen oder so. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist halt so ein bisschen extra. Wenn man es jetzt so macht, ist es halt so ein bisschen extra, Freunde. Aber jetzt hier, guck mal, wir können jetzt hier so einen normalen Grind, 360. Und fliegen jetzt erstmal wieder runter. Und jetzt hier, pass auf, Leute, zack. Und jetzt, yeah, aufs andere springen. Und nein, wir fliegen zu weit. Ich mache ja dann lieber einen normalen Handlebar-Grind, Freunde. So, ohne diesen ganzen Hack-Mack. Jetzt hier schön Grind, 360. Das kriegen wir schon mal hin. Das muss ich hier ein bisschen mich kontrollieren, dass wir nicht direkt drüber fliegen aufs andere Haus. Und jetzt, pass auf, fliegen wir schon mal. Nein, nicht genug aufs andere Haus. Aber ein bisschen Rawride hier und dann normal landen. Ja, aber es war ja jetzt nicht der Stunt. Aber BMX dann auf jeden Fall mein Momentum, Freunde. Ohne Spaß. Jetzt hier schön Handlebar Grind. Jetzt, ach gut, den Grind haben wir jetzt leider nicht hinbekommen. Aber mal gucken, wie das ist, wenn wir jetzt hier auf die anderen Häuser springen wollen. So, und nein. Okay, egal. Wir können jetzt aber, glaube ich, hier langfahren, ne? Ja. Und auch nicht schlecht. Ich kann auch theoretisch hier so starten, Freunde, mit so einem Grind und dann quasi so ein 360 machen. Aber jetzt fliege ich, glaube ich, ein bisschen zu weit. Jetzt muss ich einmal mich hier kurz stoppen. So, stoppen und jetzt hier wieder in die Richtung. Ah, verdammt. Nein, wir haben so gut angefangen, ne? Okay, wieder rein in den Handlebar-Grind, Freunde. Denn jetzt hier den 360, hier den normalen Grind. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz gucken. Das wird jetzt hier, glaube ich, wieder. Ja, jetzt können wir, jetzt sollten wir es schaffen, Freunde. Jetzt sollten wir, jawohl, aufs Haus rauf. Na, ah! Nein, nein, ey, wir waren gerade so nah dran, jetzt hier schon mal auf das nächste Haus zu kommen. Mal gucken, wie es aussehen würde, wenn wir aufs nächste springen, aber nicht gut gesprungen. Und ab zum Handlebar-Grind, Freunde, in den normalen Grind. Ah, leider nicht ganz bekommen, aber kein Problem. Ich würde sagen, wir übernehmen das Ganze jetzt hier ein bisschen weiter und gönnen uns jetzt hier diesen Boost, um erstmal aufs andere Dach zu kommen, aber auch nicht gerade leider. Okay, jetzt geht's hier aber weiter rein in den Handlebar-Grind, Freunde, und jetzt zum normalen Grind. Das haben wir schon mal jetzt hinbekommen. Jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir jetzt hier ordentlich Speed bekommen für das andere Dach. Rein in den Handlebar-Grind, Freunde, rüber in den normalen Grind. Sehr, sehr clean jetzt hier gerade gemacht, Leute. Sehr, sehr clean jetzt hier. Jetzt können wir hier schön, pass auf, und schön wieder hindingsen. Und jetzt, bam, rüber. Wichtig, Freunde, jetzt machen wir den jetzt hier. Nein, ey,
Das kann doch nicht angehen. Rein in den Handlebar-Grind, Freunde, rüber zu dem normalen Grind. 360 bis jetzt. Alles sehr, sehr stabil, muss ich sagen. Okay, jetzt hier, pass auf, Freunde. Jetzt wird es auf jeden Fall der Sprung der Götter. Okay, Handlebar-Grind zum normalen Grind, Freunde. Da war es auf jeden Fall wieder sehr, sehr clean. Jetzt können wir hier schön, pass auf, schön aufs Haus zielen jetzt, Leute. Zack. Ey, warum springt denn der nicht? Machen wir jetzt hier mal einen anderen Grind, Leute. Und zwar hier den jetzt. Und dann können wir vielleicht mit diesem Grind anfangen, rüber zu gehen auf das nächste Haus. Jetzt aber springen. Okay, das war schon mal sehr, sehr stabil. Jawohl, genau das wollte ich. Ah, nein, nicht ganz. Ey, ey. So, ab rein in den Handlebar-Grind. Alles entspannt. Zum normalen Grind, Freunde. 360. Alles bis jetzt entspannt. Okay, jetzt hier kurz in die Richtung. Jetzt hier wieder in die Richtung, Leute. Okay, jetzt hier so landen. Wichtig. Wichtig? Wichtig? Ah, nein. Ah. Machen wir den Grind jetzt hier. Mal gucken, ob der vielleicht uns ein bisschen Glück bringt. Okay, jetzt komm schon. Jetzt hier zum nächsten Haus. Ja, ja, okay. Oh, oh, oh. Wichtig, Freunde, wichtig. Aber es ist einfach, es ist nicht smooth. Es ist leider nicht smooth. So, rein Handlebar-Grind. Dann zum normalen Grind, Freunde. Bis jetzt alles entspannt. Alles so, wie es sein muss. Okay, jetzt komm schon, bitte. Bitte gib mir jetzt ein bisschen Glück. Jawohl. Okay, jetzt bitte einfach nur gut landen. So, in den S-Grind. Oh, oh, nee, was? Rein in Handlebar-Grind, dann rüber wieder zum normalen Grind. Das klappt ja bis jetzt immer ganz gut, Freunde. Das ist aber nicht wirklich schwer. Jetzt muss ich ja nur gucken, dass wir halt irgendwie, ja, yeah, aufs Haus da jetzt kommen. Okay, bis jetzt sehr gut. Jetzt hier rein. Ah, oh, nein. So knapp an dem Dings vorbei, an dem S-Grind. Jetzt können wir aber hier ein bisschen hier den machen jetzt hier. Guck mal jetzt hier. So vielleicht. So. Ach nee. So, komm schon. Bisschen freundliches Wetter. Dadurch sollten wir jetzt auch freundlichere Stunts haben. So, jetzt hier hin. Leider nicht den normalen Grind bekommen. Guck mal, wir probieren jetzt mal direkt auf das Gebäude rauf zu gehen. Es klappt aber. Doch, es klappt. Okay. Okay, kein Problem. Dann machen wir einen schönen Bouncer. Hier rüber in den Grind. Hier über die ganzen Teile rüber. Dann hier den mitnehmen. Dann hier den mitnehmen. Denn jetzt hier schön das Haus runterfahren. Ach nein, nicht ganz geschafft, leider. Okay, Handlebar Grind rüber zum normalen Grind. Das ist ja immer noch so das, was halt echt easy ist, Freunde. Jetzt müssen wir hier nur gucken, dass wir jetzt hier wieder ganz gut ankommen. Okay, und jetzt. Oh nein! Ey, das kann doch nicht angehen. Wir sind immer so nah dran, Freunde. Bupp, rein in den Handlebar Grind. Genauso wie der. Leider nicht den normalen Grind mitgenommen. Kein Problem, Freunde. Das schadet uns natürlich nicht jetzt hier. So, okay, rüber geht's jetzt hier in den S-Grind. Okay, wir sind im S-Grind drin. Müssen vorzeitig leider abbrechen, sonst wäre ich runtergefallen. Kann ich jetzt hier an dem Haus einen Rawride machen? Leider nicht, Leute. Leider nicht. Okay, jetzt guck mal hier. Das ist ein anderer Next Level Stunt. Den hat er so auf jeden Fall nicht gemacht. Gucken, dass wir jetzt hier trotzdem relativ gut landen. Ja, und aufs Haus rauf. Komm schon. Ja, wir sind auf dem Haus drauf. Alles klar. Machen jetzt hier den nächsten heftigen Grind. Und zwar hier schön an der Wand dran. Na, leider nicht geschafft. Okay, ich muss sagen, ich finde es echt leichter, wenn wir hier echt mit so einem Airscrind anfangen. Dann rüber reingehen in den Handlebar Grind. Und dann quasi das Ganze machen. Dann muss ich hier nur gucken, dass wir das richtige Tempo noch bekommen. Ja, okay. Wir machen einen Wheelie vorne weiter. Springen hier über die ganzen Teile rüber. Nutzen diesen Jump jetzt hier. Und dann können wir jetzt. Nein. Achtung! Oh! Das wird jetzt hier auf jeden Fall mein letzter Versuch sein, Freunde. Ich werde es dir mein Bestes nochmal geben, um den Stunt zu perfektionieren. So, Handlebar Grind, Leute, rüber geht's in den normalen Grind. Haben wir jetzt auch geschafft, 360 jetzt hier. Wir gucken jetzt, dass wir auf das nächste Haus kommen. Also die ersten Sachen sind ja relativ leicht. Aber dann, Freunde, strugglen wir einfach. So, jetzt hier auf das Haus auch schon wieder drauf. Alles entspannt. Wir springen jetzt hier oben rauf. Machen jetzt hier einen schönen Zack, Zack, Zack-Move. Okay. So, und jetzt können wir hier irgendwie runterspringen mit dem 360 und so und landen. Aber Leute, ich sag's euch, dieser Stunt ist zu schwierig. Ich kann sehr, sehr viel machen, aber das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ihr könnt sehen, also der Rest ist immer relativ leicht, aber das, Leute, ist ein Stunt, der ist für sich. Also hier, guck mal, wir können sowas machen, aber der, der ist zu schwierig, Freunde. Als ersten Stunt haben wir einmal hier das Batmobil, Freunde. Und er fährt jetzt anscheinend ganz kurz hier mit dem Batmobil ran, macht einen Backflip, okay? Und dann fliegt er einfach da durch, durch diesen Strommast durch. Alles klar, Freunde. Also ich denke mal, und dann landet er auch noch richtig cool. Ich denke mal, das sollten wir eigentlich schaffen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und wir gehen direkt mal rein in den Stunt. Ich habe natürlich auch schon hier das Batmobil organisiert. Und Leute, es ist das erste Mal, dass wir mit dem Batmobil einen Stunt machen. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr gehypt drauf. Mal gucken, können wir jetzt hier... oh, Backflip, Backflip,
Und boosten. Ah, oh, verdammte Axt, Freunde. Und wir fliegen auch noch richtig hoch. Ich glaube, wir müssen das nochmal ein bisschen ändern. Gib Gas mit dem Bad Bubi. Ich muss sagen, es ist endlich mal wieder ein Stunt, der wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß bringen wird. Hier wieder Backflip und boosten. Und ja, verdammte Axt, ey. Wo fliegen wir denn jetzt schon wieder hin? Mal gucken, wo wir landen, wenn wir das eigentlich mal durchlaufen lassen. Wir landen. Ja, irgendwie hier irgendwo komisch auf der Straße. Und ja, nichts gesehen. Der geht einfach so ganz normal weg, als wäre nichts gewesen. Es ist auf jeden Fall auch schon wieder eine Ewigkeit her, dass wir mal wieder eine TikTok-Stunt-Episode gemacht haben. Ich dachte mir so, komm, Leute, wir brauchen unbedingt... Yippie! Ja, verdammt, ey, aber der Winkel ist nachher nur entscheidend, ne? Ich muss sagen, ist das schon eine Ewigkeit her, dass wir noch eine TikTok-Stunt-Episode gemacht haben? Ich glaube, es ist nämlich schon über ein, zwei Monate her oder so. Aber ich glaube, oh, verdammt, warte mal, wir müssen jetzt hier gucken und boosten! Jabadabadu! Und, oh, verdammt, Leute, so knapp, ne? Aber ist wenigstens ein Stunt, der gar nicht mal so schwer ist. Aber der ist voll komplett viral gegangen. Ich muss sagen, momentan macht mir GTA 5 auch wieder richtig, richtig viel Spaß. Ich muss nur den richtigen Winkel finden und jetzt boosten. Ach, verdammt. Warte, können wir vielleicht... Ey, was auch heftig wäre, wenn wir jetzt auf dem Ding hier drauf landen könnten, ne? Können wir drauf landen? Nein. So knapp. Aber wir üben schon mal die Landung hier. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Glück gehabt. Oh nein, 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 Madam. Oh. Ist alles bei Ihnen gut? Tut mir echt leid, Madam. Oh. Ich glaube, wir müssen mehr auch in der Mitte landen jetzt hier, um den Backflip quasi gut vollenden zu können. Und dann jetzt boosten. Oh. Bisschen zu niedrig. Oh. Nein. Ja, denn dadurch. Dadurch. Ich schaff's dann ja nicht mehr dadurch, Leute. Vielleicht mit ein bisschen mehr Speed, dass wir ein bisschen mehr Anlauf haben, um den Backflip heftig zu machen, Freunde. Ey, nee. Das ist doch nervig jetzt gerade. Das ist doch jetzt gerade einfach nur... Oh. Achtung! Achtung! Oh mein Gott, hat die Glück gehabt. Alles gut, wir fahren weiter. Alles ganz entspannt. Aus dem Weg, Madam. Pass auf, Freunde. Der ist es jetzt. Der ist es. Mit Ansage. Mit Ansage einfach. Mit Ansage. Ja, 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 oh mein Gott, wir sind durchgekommen, Freunde, und nochmal clean landen hier, yeah, mit einem coolen Drift nach hinten, ja, oh, okay, aber Leute, wir haben den Stunt geschafft, zwar nicht perfekt, aber wir sind sogar rückwärts durch, was im Endeffekt noch schwieriger ist, Leute, und jetzt hier seht ihr, wie wir durchfliegen mit Batmobil-mäßig, yippie. Und als nächsten Stunt haben wir jetzt hier, oh, er bounce einfach ab, dreht sich, Leute, und bounce nochmal ab, um dann im Endeffekt einfach hier in dem Parkhaus auch noch drin zu landen. Ist auf jeden Fall echt ein heftiger Stunt, den nochmal ganz kurz wiederholt und richtige Motoren müssen wir auswählen und dann müssen wir auch noch gucken, dass wir uns richtig drehen. Könnte heftig werden, wir probieren es auf jeden Fall jetzt aus. Er fährt jetzt hier auf jeden Fall mit Vollspeed lang und batz und, oh Leute, oh Leute, oh Leute, drehen, drehen, drehen. Aua. Der Stunt scheint auf jeden Fall aber echt gut Spaß zu machen. Man muss halt nur im richtigen Moment irgendwie abspringen. Auch gucken, dass man sich ordentlich... Oh! Ey! Oh, verdammt. So, aus dem Weg, yeah! Okay, Freunde, einmal ganz kurz hier drehen und... Hey, Mann! Dann ist da einmal so ein richtig blöder Pfeiler im Weg mit einer 3. Ja? Leute, lasst uns mal 3 Likes schaffen. So, aus dem Weg jetzt hier und... Nee, oder? So schnell jetzt hier, genau. Und jetzt, Leute, batz. Und der ist gut. Der ist gut. Der ist sehr gut. Der ist... Ey, weil ich... Och, nein. Oh, Taxi. Ey, können Sie mich nicht mitnehmen? Verdammt. Können Sie mich mitnehmen, Taxi? Warum mag mich denn keiner mitnehmen? Man muss halt einfach das Motorrad unter Kontrolle bekommen. Wenn man das hier so macht, dann geht das. Dann braucht man aber auch... Ey, steht. Hahaha. Dann brauchen wir aber nur ein bisschen mehr Speed. Dann geht das auf jeden Fall auch noch klar. Ich hoffe, das reicht von der Geschwindigkeit. Ja, 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 ja. Och nein, der Winkel war zu spitz. Oh. Ey, ich sag jetzt nicht mal Motorrad, das da oben, oder? Irgendwo im Gebüsch. Doch, es hängt einfach im Gebüsch, Freunde. Oh. Ey, mein Motorrad leckt einfach mit Öl. Was ist denn jetzt passiert, Freunde? Also mein Benzin läuft aus, besser gesagt. Kann ich jetzt nicht noch ein bisschen Gas geben? Wir verlieren einfach hinten. Wir haben so eine Ölspur, Leute. Warte, wollen wir die mal anzünden? Bup. Bup. Brennt das jetzt? Ja, guck mal, das brennt. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Jetzt kommst du uns. Nein, die Feuerspur. Ey, nein, die verfolgt uns. Die verfolgt uns, Leute. Ah, ich brenne. Ich brenne. Oh, haben wir viel Geschwindigkeit. Alter.
Wir können ja hier direkt reinfliegen, Leute. Wir können ja direkt rein. Ey, das wäre so cool gewesen. Einfach direkt reingeflogen. Und hochziehen und zack. Und jetzt, Leute, jetzt ist das Ding hier drin im Kasten. Ey, ja. Und zack, gib ihn, Freunde, gib ihn. Oh, ja, na, was? Ey, jetzt ist mein Motorrad so weit weg. Pass auf, jetzt habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, Freunde. Jetzt ist das Gefühl sehr, sehr gut da. Ja. Ich bin bei guter Ding, Leute. Ich bin bei sehr guter Ding. Und jetzt hier ganz kurz. Warum bounce der nicht? Zack, der Bouncer ist gut, Freunde. Der Bouncer ist sehr gut. Jetzt müssen wir nur ganz kurz abbouncen, ja? Ja, und rein. Rein. Okay, das kann doch nicht. Zack, okay. Warte, wir machen das lieber gerade vorwärts. Wir machen das jetzt vorwärts, okay? Eingeparkt. Oha. Verdammt. Ich glaube, ich bin besser, indem ich so nach links drehe hier. Und dann... Tut mir leid. Okay. Vorne ganz simpel alleine. Oh, jetzt habe ich noch eine Oma aus Versehen abgehauen, ey, Mann. Ja. Nee, Freunde. Der Stunt, ich mag den nicht mehr. Dann morgen. Es ist mittlerweile ein Tag später, Freunde. Und wir haben jetzt hier wieder einen neuen Stunt. Und zwar haben wir jetzt hier einmal ganz kurz... Oh, yeah. Der macht jetzt hier einen Frontflip, Leute. Mit einem Anhänger dran. Und landet das Ganze auch noch perfekt, Leute. Ich muss sagen, der Stunt ist so heftig viral gegangen. Der hat 1,7 Millionen Likes. Und ich glaube sogar irgendwie... Wie viele Aufrufe? 27 Millionen. Also sollten wir eigentlich schaffen, den Stunt. Und ja, Leute, ich weiß, nächster Tag. Ich war einfach so frustriert von gestern, weil ich einfach diesen einen Stunt nicht geschafft habe. Deswegen will ich jetzt wenigstens probieren, diesen Stunt hier zu schaffen. Mit dem LKW und einem Front... Das wird wohl ein bisschen dauern. Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen viel Geschwindigkeit, Freunde, um den Stunt dann quasi zu schaffen. Hä? Dann brauchen wir voll viel Geschwindigkeit. Ich sage euch, es ist echt schwer, mit diesem Ding hier einen ordentlichen Stunt hinzubekommen, weil man halt die ganze Zeit irgendwie zu weit rechts und zu weit links fährt. Aber jetzt hier, Leute, ein Frontflip. Ja. Nein, ey, das wäre jetzt schon so cool gewesen. Aber guck mal, wie wir jetzt hier gerade gelandet sind, Alter. Manometer. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll, ne? Aber irgendwie ist dieser Stunt einfach unmöglich. Ich bin jetzt schon fast seit einer Stunde am Start und krieg diesen Stunt einfach nicht hin, Freunde. Der ist wirklich, er ist einfach mega, mega schwer. Weil, guck mal, wir müssen hier so einen Frontflip machen und jedes Mal knallt dieses Ding hinten auf. Ja, guck mal hier. Aber, ey, wow. Wir haben's... geschafft, mehr oder weniger, oder? Komm, Leute, ey, ich sag's euch, es ist einfach so frustrierend mit dem Ding. Guck mal, wie verbeult das Teil ist. Ich habe das schon so lange probiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen von dieser TikTok-Stunt-Episode. Es waren auf jeden Fall echt wieder krasse Sachen mit am Start. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt. Und checkt einzeln mal ein bisschen aus, einmal draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.